Hallo und herzlich willkommen zu diesem CAD-Tutorial mit Fusion 360. Es geht darum, wie wir diesen einfachen Bolzen hier, ich halte ihn mal kurz in die Kamera, so sieht er aus. Es ist ein ganz einfaches Drehteil und ich möchte euch den Einstieg zeigen mit Fusion 360, wie wir dort anfangen. In der letzten Woche habe ich ja bereits denselben Bolzen mit FreeCAD vorgestellt. Das ist ein kostenloses Zeichenwerkzeug und Fusion ist dabei ein Werkzeug, was wir bezahlen müssen von Autodesk. Und es gibt aber aktuell aufgrund der Corona-Lage eine kostenlose Version für ein Jahr. Also alle, die sich damit mal anfreunden wollen, können sich das Ganze jetzt kostenlos für ein Jahr sichern. Ich kriege dafür jetzt kein Geld, dass ich das so sage. Ich sage einfach, dass es derzeit diese Möglichkeit gibt. Und wir haben hier ein paar Funktionen mehr. Bei der FreeCAD-Variante habe ich ja gezeigt, oder das ist einfach so, dass man da die Gewindefunktion zum Beispiel nicht hat. Das heißt, man muss sich das hier etwas aufwendiger erstellen. Und ich zeige heute einmal, wie das ganz einfach alles mit Fusion funktioniert. Und da das schneller geht, haben wir auch noch die Zeit, danach an die Zeichnung zu gehen, das Ganze zu bemaßen, dass ich euch einmal einen groben Überblick gebe, wie ihr mit Fusion den Einstieg schafft und wie ihr ganz einfache Teile schnell designen könnt. Viel Spaß dabei! So, also, tut mir leid, dass ich nicht die Desktop-Ansicht verwenden kann. Irgendwie funktioniert das Programm nicht wirklich. Deswegen müssen wir das mal so probieren, wie das Ganze ausschaut und funktioniert. Also, die Oberfläche von Fusion sieht genau so aus, also die, die letzte Woche das Video gesehen haben mit FreeCAD, die sehen hier Ähnlichkeiten. Hier oben rechts in der Ecke befindet sich so ein Kubus. Hier drücken wir die Ansicht einmal auf vorne. Das heißt, wir haben jetzt in der vertikalen die Z-Achse, in der horizontalen die X-Achse und wir wollen ja ein einfaches Drehteil herstellen. Bedeutet, dass wir eine Skizze anfertigen und diese Skizze, diese zweidimensionale Skizze, dann um 360 Grad um die Z-Achse abwickeln und somit einen 3D-Volumenkörper erzeugen. Wenn ihr auf die Mitte des Mausrades klickt, dann könnt ihr dieses Koordinatensystem euch so ein bisschen hin und her ziehen und dann rein und raus zoomen. Hier oben bei Basiselemente Volumenkörper gehen wir auf Skizze erstellen und wählen nochmal diese ZX-Ebene aus. So, jetzt können wir uns das nochmal hinziehen, wie wir es brauchen. Und wir gehen auf Linie, klicken auf den Ursprung und ziehen das lang. Wenn wir jetzt eine zweidimensionale Skizze erstellen und dies später abwickeln wollen, müssen wir jetzt bedenken, dass wir die X-Werte, also quasi den Durchmesser, immer im Radius hier bemaßen und die Z-Werte, so wie sie schlussendlich auf dem Teil sind. Das heißt, wenn wir ein M8-Gewinde haben wollen, brauchen wir einen 4 mm Radius, geben das hier an der Stelle ein und bestätigen dies mit Enter. Wir gehen jetzt wieder auf Linie, klicken auf das Ende dieser erzeugten Linie und sagen, diese soll 17,5 lang sein und bestätigen wieder mit Enter. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wenn wir hier hoch bemaßen, das heißt, wir gehen wieder hier rein und rechnen uns jetzt quasi aus, wir wollen auf einen Enddurchmesser von 25 mm, ziehen davon die 8 mm ab, sind wir bei 17 und dies durch 2 sind 8,5, könnten das quasi eingeben. Oder wir gehen hier einfach rauf, auf Rechtsklick und abbrechen. Jetzt haben wir diese hier noch nicht bemaßt, gehen hier oben bei Basiselemente Volumenkörper auf Erstellen und auf Skizzenbemaßung, klicken hier auf das Ende unserer gezeichneten Linie, weil wir der ja noch eine Länge zuordnen wollen und auf den Ursprung, ziehen das hier so runter, damit uns das so angezeigt wird und
nehmen jetzt von 25 einfach die Hälfte, das sind ja in dem Fall 12,5 und tragen das hier einfach ein und bestätigen das mit Enter. Das könnt ihr letztendlich jetzt so machen, wie es euch am bequemsten ist und mit welcher Art der Bemaßung ihr am besten zurechtkommt. Jetzt gehen wir wieder hier auf das Ende dieser Linie und sagen 2,5, damit wir auf ein Endmaß von 20 kommen. Und nun gehen wir wieder auf das Ende, sagen 12,5, tragt das ruhig nochmal ein, auch wenn er es so anzeigt, es kann dann manchmal zu Fehlern kommen, und bestätigt dies wieder mit Enter. Wir gehen wieder auf das Ende dieser Skizze und auf unseren Ursprung zurück, damit wir eine geschlossene Skizze haben. Uns wird das jetzt in so einem hellblau bisschen angezeigt und wir sagen Skizze fertigstellen. Jetzt gehen wir hier oben wieder auf Basiselemente Volumenkörper rauf und dann finden wir das Element Drehen. Jetzt drehen wir dieses zweidimensionale Skizzenprofil über diese Z-Achse ab. Das heißt, ein Profil hat er automatisch schon erkannt. Ansonsten müsstet ihr hier einmal raufklicken, wenn da steht keine. Ich mache das mal weg. Also dann seht ihr es so, dann steht hier Auswählen und ihr klickt hier rauf und dann steht da 1 ausgewählt. Jetzt wollen wir eine Achse wählen und wir wollen es um die Z-Achse abwickeln. Das hatte ich ja anfangs gesagt, ist die Vertikale. Wir klicken hier rauf. Achtet darauf, dass ihr Typ Winkel habt und 360 Grad, damit ihr auch einen geschlossenen Körper macht und Vorgang neuer Körper, okay. Jetzt hat er das soweit erstellt. Wir gehen jetzt hier auf diese Kante und wollen nachträglich die Phasen dazu machen, weil es ist einfach einfacher. Dann braucht ihr bei der Skizzenbemaßung nicht so aufpassen, wenn ihr es im Nachgang macht. Ihr geht hier oben auf Ändern, dann auf Phase und tragt jetzt zum Beispiel ein 1 mm und bestätigt dies wieder mit Enter. Jetzt gehen wir auf diese Kante hier und hier wollen wir einen Radius haben von 1 mm zum Beispiel. Und hier wollen wir eine Kante haben, weil wenn wir das Teil später abstechen wollen von der Stange, dann wollen wir kein Grad aufwerfen, deswegen nehmen wir hier eine minimale Phase von 0,2. So, bei FreeCAD hatten wir jetzt aufwendig eine Helix machen müssen hier entlang und auf diese Helix mussten wir ein Gewindeprofil zeichnen, wieder mit einer Skizze und diese Skizze dann um die Helix freischneiden, um ein Gewinde darstellen zu können. Und ich wollte euch jetzt zeigen, wie einfach das mit Fusion geht. Wir gehen hier oben auf Erstellen, wählen Gewinde aus und hier steht Fläche auswählen. Wir wählen diese aus, wo das Gewinde rauf soll. Er erkennt automatisch den 8 mm Durchmesser, zeigt uns dies an und jetzt können wir hier die Steigung wählen, die wir haben wollen. Wir wollen ein Regelgewinde haben mit 1,25 und sagen okay. So weit ist das Teil jetzt schon fertig. Wir gehen hier auf Speichern. Ich nenne das jetzt Drehteil Gewinde und sage Enter, okay. Jetzt wird uns das hier oben auch angezeigt und wir sind hier oben im Arbeitsbereich Konstruktion, weil wir das Teil ja gerade konstruiert haben. Nun wollen wir eine Zeichnung erstellen, das heißt, wir müssen den Arbeitsbereich wechseln. Wir sehen hier unten schon Zeichnung und diese wollen wir aus unserer eben gemachten Konstruktion erstellen. Jetzt öffnet sich hier dieses Fenster. Wir wollen eine Größe von A4 und Hochkant nehmen und sagen okay. Dauert kurz, je nach Rechenleistung eures PCs. So, wir sehen jetzt hier schon diese Zeichnung und er hat unten hier den Namen schon gegeben, Drehteile Gewinde, weil wir das ja eben so gespeichert hatten. Also, das ist mir ein bisschen zu klein, das heißt, wir gehen hier oben auf den Maßstab und sagen 4:1. Sieht schon besser aus und jetzt könnt ihr den einfach mit der linken Maustaste platzieren, wo ihr es haben wollt und geht dann hier rüber wieder auf OK. Dann erstellt er jetzt dieses Zeichnungsprofil und nun wollen wir das bemaßen, speichern und dann als PDF ausgeben, dass ihr es ausdrucken könnt zu eurer Maschine, zum Programmieren, nehmt wie auch immer.
In den nächsten Videos werden wir einmal die CAN-Bearbeitung vornehmen und dann nochmal für die Siemens Sinomeric das Ganze an der Maschine direkt programmieren. Aber nun zur Bemaßung. Wir gehen hier oben bei Abmessung auf Bemaßung, können ein bisschen ranscrollen und jetzt wählt ihr einfach diese Linie hier aus, so dass er uns die 25 mm im Durchmesser anzeigt. Klickt dort einmal mit der Maustaste rauf und zieht euch das so ein bisschen raus und platziert das nochmal mit drückender Maustaste und das Maß ist angegeben. Um jetzt hier eine Länge zu bemaßen, dann müsst ihr einmal auf diese Kante hier oben gehen und nochmal auf die Kante hier unten. Dann haben wir die 20 mm Länge, ziehen das raus und erneutes Klicken mit der linken Maustaste, dann setzt sich das fest. Ein Maß brauchen wir noch, damit sich das errechnen lässt und wir gehen wieder auf die Kante und wieder auf die Kante, dass wir unsere 17,5 haben und die 2,5 mm lassen sich ja dann gut errechnen. Um jetzt zu zeigen, dass hier ein 8 mm, M8 rauf soll, gehen wir auf Führungslinie mit Text, wählen das aus, klicken nochmal rauf und schreiben M8 und sagen schließen. Dasselbe machen wir mit der Phase, das heißt wir klicken hier auf diese Phase und sagen Phase 1 mal 45 Grad. Jetzt machen wir dasselbe wieder mit der Rundung, sagen wir auch ganz einfach R1 und jetzt könnten wir ja noch diese 0,2 mm Phase bemaßen und das machen wir anders. Das heißt, wir gehen einfach auf Text, klicken hier rauf, ziehen uns ein Rechteck, also unser Textfeld und sagen alle anderen Phasen, was im Grunde nur diese 0,2 mm Phase ist, 0,2 mal 45 Grad. So, jetzt ist das Drehteil soweit eigentlich schon fertig von der Zeichnung. Ich möchte euch jetzt noch folgende Funktion zeigen. Wenn wir wieder aufs Textfeld gehen und hier dieses Rechteck ankreuzen und dieses, dann können wir hier reinschreiben, genau in dieses Feld. Zum Beispiel können wir hier sagen, das soll aus Aluminium sein. Und dann können wir wieder auf ein Textfeld gehen und dies hier aussuchen. Wieder da aufklicken und sagen, das ist Tutorial Fusion 001. Einfach mal als Beispiel. Wir gehen jetzt hier oben einfach wieder auf Speichern und er stellt jetzt automatisch Drehteile, Gewinde, Zeichnung. Wir sagen Speichern und nun wollen wir das Ganze ausgeben, das heißt, wir gehen hier oben bei Ausgabe PDF rauf, sagen OK und können zum Beispiel das Ganze hier speichern. Und so viel zum Einstieg mit Fusion 360. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Kommentiert gerne zu weiteren Fragen oder ja, schreibt einfach mal rein, für was ihr gerne Videos hättet, worüber ich mal Videos machen soll, was ihr gerne wissen möchtet. Schreibt das einfach mal in die Kommentare und damit ihr die weiteren Videos auch nicht verpasst, hinterlasst gerne ein Abo. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.